Heile deine Geldwunde ist unser Thema heute in unserer vierteiligen Serie Spiritualität im Business. In unserem Healthy Friday Talk sprechen wir heute über Geld. Geld betrifft uns alle und ich glaube, genau an diesem Punkt ist es auch richtig, da mal etwas tiefer hinzuschauen. Und dazu habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen und ich begrüße heute an meiner Seite Mudita Visa. Hallo, liebe Mudita. Hallo, liebe Melanie, schön, dass ich eingeladen worden bin und dass wir zusammengekommen sind. Freut mich riesig und auch über das Thema zu sprechen, Ja. weil da gibt es was zu sagen. Da gibt es was zu sagen. Da sind wir beide einer Meinung gewesen und haben uns ja auch genau deswegen auf dieses Thema verständigt. Du bist von Haus aus spiritueller Coach. Soul and Business Coach, um es auf Englisch zu sagen, und du durchleuchtest verschiedene Perspektiven des Lebens aus deiner persönlichen Sicht über den normalen Spiri Mainstream hinaus, so wie du es bezeichnest. Und das war auch der Grund, warum ich dich gewählt habe, denn es gibt ja so viele Facetten der Spiritualität heutzutage draußen und wir dürfen uns da auch immer für uns das Wirkliche raussuchen, was für uns stimmig ist. Und natürlich gibt es viele Menschen, die sich zwar der Spiritualität hingezogen fühlen, aber dann doch vieles, vieles ausprobieren und nicht wissen, wo bin ich jetzt eigentlich für mich gut aufgehoben. Und vielleicht steigen wir an der Stelle ein, was hat dich denn bewogen, genau dieses Schlagwort auch zu verwenden. Warum sagst du weg vom spirituellen Mainstream und wir schauen tiefer? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich eine sehr tiefgreifende Erfahrung hatte, als ich 25 Jahre alt war. Ich war klinisch tot über viele, viele Stunden. Und in dieser Zeit habe ich mit Gott gesprochen und ich kam zurück. Ich war ja todkrank, also so todkrank, dass ich ja daran gestorben bin. Und nach 16 Stunden, als ich zurückkam, kam ich mit einem veränderten Bewusstsein zurück. Ich meine, damals war ich 25, jetzt bin ich 61. Ein bisschen ist inzwischen Zeit vergangen. Und ich habe dann anschließend natürlich gesucht, danach gesucht, wie kann ich diese Erfahrung, die ich hatte und das sich auch mehrfach wiederholt hat, später noch, wie kann ich das integrieren? Wie kann ich das integrieren in meinem persönlichen Leben und in dem, was ich damals tat und später dann mit Menschen, die Arbeit mit Menschen? Und ich habe so viel geforscht und so viel gesucht. Und immer dann, wenn ich bis zu einem gewissen Tiefe gekommen bin, habe ich erlebt, dass die Menschen einfach blank sind. Da geht es seltenst noch weiter oder ging es. Also heute ist es ein bisschen anders geworden. Und es ist tatsächlich so, dass es so wie im Nachrichtendienst oder sonst wo, es gibt auch ein spirituelles Mainstream, ne? So, wir arbeiten mit dem inneren Kind, nichts dagegen einzuwenden. Ne? Finde das super klasse. Ja? Aber das sind so gewisse so Standards. Ne? Und wenn ein Beispiel, zum Beispiel die Spiegeltheorie, ne? Wenn dir jemand irgendwie nicht wohlgesonnen ist, und dann ist das ein Spiegel von dir. Ne? So Verallgemeinungen oder Halbwahrheiten, die zu ganzen Wahrheiten gemacht werden. Und wo Vermischungen passieren, zum Beispiel Dualität und Polarität als Gleiches angesehen wird. Und das ist nicht dasselbe. Ne? Und das ist einfach, wo ich merke, da kommt man auch ganz schön auf dem Holzweg, wenn man diese Dinge nicht hinterfragt. Und ich habe jetzt über 30 Jahre geforscht und forsche weiter und jeden Tag weiter. Und so kam das einfach, wo ich gemerkt habe, die spirituelle Mainstream kann Türen öffnen, aber dann ist es wirklich der heutige Zeit, was wichtig ist, dass wir unsere eigene tiefe innere individuelle Spiritualität finden, jenseits von Dogmen, jenseits von so macht man das, ne? Und das ist natürlich ein Abenteuer.
Aber sehr, sehr wichtig, weil das ist die Zukunft, die individuelle eigene Spiritualität, die in jedem Menschen innen ist, herauszufinden. Und dann blühen wir alle wie unterschiedliche Blumen im Garten. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild mit den unterschiedlichen Blumen im Garten. Das finde ich sehr schön dargestellt. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele von unseren Zuschauern und Zuhörern anspricht, weil es dann auch so ein bisschen den Raum öffnet der Perspektiven, die man selber hat. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch aus meiner Arbeit heraus. Ich bin ja Mentorin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung mit meinem Unternehmen Fitura. Aber wir beleuchten ja auch die verschiedenen Facetten. Also einmal natürlich die Unternehmensprozesse, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsthemen. Dann aber über einen, ich nenne es den vierten Kanal, das heißt über eine moderne Form der Spiritualität. Und ich sehe das auch bei meinen Kunden, dass da ganz, ganz viel Tiefe entsteht, wenn man sie lässt, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren, also wirklich ihre eigenen Wege auch zu finden. Und da geht es dann halt, wie du selber gerade auch beschrieben hast, über viele Dinge hinaus, die so der allgemeine Markt zu bieten hat. Und ich finde diesen Ansatz wirklich wichtig und wie du es auch gerade gesagt hast, zielführend für die neue Zeit, ne? Da, wo wir jetzt alle hingehen. Darüber, wo wir heute ja ganz besonders sprechen wollen, ist das Thema Geld. Du hast so schön den Schlagsatz, heile deine Geldwunde. Und wenn wir über Geld sprechen, in Verbindung oder im Zusammenhang auch mit der Spiritualität, was löst das aus oder wie kommst du zu dieser Aussage, dass wir eine Geldwunde überhaupt haben? Und wie können wir sie denn heilen? Ich bin so eine praktische Pragmatikerin im Spirituellen. Also meine Spiritualität ist sehr geerdet. Und Geld ist aus meiner Sicht, ein beseeltes göttliches Wesen, ein Instrument Gottes, könnte man so sagen, aber viele haben mit Gott ein Problem, also man könnte sagen des Universums oder was halt jedem hier gefällt. Also ich bleibe mal bei meiner Terminologie, aber das ist austauschbar, wenn man das möchte. Also ein göttliches Instrument und verbindet das Geistige wunderbar mit dem Materiellen. Ja? Geld ist Energie auch, ne? Geld hat Bewusstsein und das habe ich als pragmatische Praktikerin erforscht in diesen letzten mittlerweile, glaube ich, 35 Jahren seit meiner ersten Erfahrung, wo ich gestorben bin, was ich vorhin erzählt habe. Und ich hatte es nicht verstanden, viele, viele Jahre lang nicht verstanden. Wie funktioniert Geld überhaupt? Wieso kommt und geht es? Wieso kommt er dann nicht, wenn man es möchte? Und dann geht es weg, wenn man auch nicht möchte. Und wieso kommt das dann plötzlich? Und ich hatte das Gefühl gehabt in meinen jungen Jahren, dass es so eine Willkür hat, das größer ist als ich. Und bei der Erforschung und bei der Beobachtung auch von anderen Menschen, habe ich gemerkt, dass unsere Beziehung zu Geld ist verwundet. Zu dem, was Geld an sich ist, ist eine klaffende Wunde. Und ich habe damals gar nicht so gesagt, dass es verwundet ist, dass wir eine Geldwunde haben, sondern dass die Beziehung krank ist. Oder so habe ich das damals erzählt. Und ich habe einen guten Freund und der Karl Gamper, vielleicht kennst du den Karl Gamper, ich weiß es nicht. Wir sind sehr gut befreundet und wir hatten über Geld auch schon in Claudia Schlüssel lange Gespräche geführt. Und er hat dann plötzlich das geprägte Wort mit Geldwunde und das habe ich dann aufgenommen, weil das fand ich einfach ganz präzise beschrieben. Und es ist eigentlich eine Wunde bei dieser Verbindung zwischen unserem geistigen, spirituellen, Spirit, Geist, geistige Natur und wie das sich materialisiert. Und Geld
ist so neutral, weil der nicht, er hat ein Bewusstsein, aber keinen eigenen Willen, dass man wirklich alles Mögliche hinüber projizieren kann, wie auf einer weißen Leinwand, all unsere Selbstwertprobleme und andere Bereiche in unserem Leben, und dann sehen wir das auf diesem Geldleinwand. Und da sieht man dann die Verwundungen. Man könnte manchmal denken, die Leinwand blutet regelrecht. Ja, sogar auch dann, wenn man Geld hat. Also ich kenne Millionäre, die eine klaffende Geldwunde haben. Das ist spannend, dass du das auch gleich mit anführst, weil das Thema Geld ist ja oftmals für die Menschen negativ besetzt, die es eben nicht haben und die es gerne anziehen wollen. Und da gibt es ja auch auf der Mindset-Ebene viele, viele Programme, die dort ansetzen. Also sprich, da wird dann geschult, verändere dein Mindset, also sprich dein Denken, um das Geld dann für dich anzuziehen. Aber das ist ja nicht tief genug, wie wir ja auch aus der Erfahrung heraus wissen, dass das ja auch nur begrenzt funktioniert. Oder wenn wir zum Beispiel von dem Mindset-Thema ausgehen, verändere dein Denken und dann kommt das Geld zu dir. Was ist dann die andere Botschaft oder die tiefere Botschaft, die durch deine Arbeit entsteht? Also grundsätzlich präge ich einen Satz sehr gerne immer wieder. Das ist so, wie wir mit Geld umgehen, so gehen wir mit allem um, und umgekehrt, so wie wir mit allem umgehen, so gehen wir auch mit Geld um. Also so wie ich mit mir selbst umgehe, mit meinem Körper umgehe, mit meinen Gedanken, Gefühlen, in meinen Beziehungen, so wie ich mit dem Leben an sich umgehe, egal was, auf welcher Ebene wir das angucken, auf der materiellen oder Beziehungsebene oder auch in meinem Business, auf der Business-Ebene. Geld ist Beziehung mit diesem Lebewesen oder mit diesem beseelten Wesen. Geld, so wie du das auch erzählst, als Business auch ein eigenes Wesen hat. So sehe ich das auch. Und jetzt habe ich den Faden verloren zu der Frage. Entschuldigung, Ich kannst du habe mich. gefragt, wo denn der Unterschied ist zwischen der Sichtweise Ja, aus dem genau. Mindset-Thema Genau, Mindset. zu Genau, der und Mindset. spirituellen, tieferen Ja, Sicht. genau, vielen Dank. Mindset ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben noch viele andere Ebenen. Mindset ist nicht zwangsläufig auch spirituell. Also es gibt auch spiritueller Atheismus, ne? Würde man nicht denken, aber das gibt es auch. Also Mindset ist ein bestimmt, also die Welt des Denkens ist der Mentalkörper sozusagen. Und über Mentalkörper gibt es noch, unterhalb vom Mentalkörper gibt es Emotionalkörper, überhalb gibt es noch der Kausalkörper, dort, wo Ursache und Wirkung ist. Und dann darüber gibt es noch unterschiedliche spirituelle Ebenen, spirituelle Körper, wo wir quasi ein Funken, ein Geistesfunken hinunter manifestieren. Und das kann auch woanders stecken bleiben. Es kann auf der spirituellen Ebene stecken bleiben. Es kann auf der kausalen Ebene, also zum Beispiel Karma, dort ist Karma, stecken bleiben. Mit Mindset lässt man Karma ganz raus und sagt, okay, wenn du nicht glaubst, dass es Karma gibt, dann wirkt das nicht für dich. Das ist ja nicht ganz so einfach, ne? Und es ist auch nicht so, dass die emotionalen Ebenen, die schwingungsmäßig quasi eine Oktave tiefer schwingen oder Oktaven tiefer schwingen als der Mentalkörper, dass das ganz so rausgelassen werden kann und gesagt werden kann, okay, wenn ich jetzt die Gedanken denke, dann werde ich keine Angst haben, dass ich morgen meine Miete nicht bezahlen kann. Also dort steigen dann viele Leute aus, weil sie einfach trotzdem diese Angst haben. Und dann, okay, wenn du das denkst, dann wirst du das fühlen und deswegen ist das so. Und die haben aber trotzdem Angst und dann bekommen die Menschen Angst vor ihrer eigenen Angst. Und das ist sehr destruktiv. Ja? Und deswegen kann man noch andere Ebenen mit dazu ziehen.
Für mich war ein großer Game Changer, als ich meine Archetypen kennengelernt habe, meine Geldarchetypen kennengelernt habe. Und ja. Das ist auch ein spannendes Thema. Da können wir auch ein Stück weit noch drauf eingehen, denn das ist ja auch diese Querverbindung zu, ich habe kein Geld und deswegen habe ich ein schlechtes Mindset. Aber was du vorhin auch gesagt hast, dass ja auch sehr, sehr reiche Menschen, also Millionäre, Multimillionäre, auch ihr Problem, ihre Angst vor dem Geld haben. Wahrscheinlich dann in der Richtung oder zum Beispiel, nicht wahrscheinlich, sondern zum Beispiel in der Richtung, ich könnte es wieder verlieren oder es könnte mir einer wegnehmen, ich könnte überfallen werden oder was ist, wenn ich zwar viel Geld habe, aber nicht glücklich bin? Das sind ja so die Themen, die auch mit dahinter stecken. Das heißt, es sind ja ganz, ganz viele Facetten, die da sind. Und du hast diese wunderbaren Testmöglichkeiten des Geld, der Geldarchetypen. Also ich kenne auch diese Archetypen, also auch deinen Test. Ich finde das eine großartige Lösung, um mal selbst zu ergründen, wie ticke ich denn eigentlich und wie kann ich das verändern, wenn ich zum Beispiel so ticke, dass es mir nicht dienlich ist. Und diese Geldarchetypen, du hast gesagt, als du die kennengelernt hast, war das für dich auch so ein Game Changer. Nimm uns doch mal ein kleines Stück mit. Wie dürfen wir uns das vorstellen, wie diese Geldarchetypen aussehen und was können sie als Ursache dann auslösen in die positive Richtung? Also grundsätzlich für mich ist der Geldarchetypentest einer der besten Persönlichkeitstests, weil wie gesagt, so wie ich mit Geld umgehe, so gehe ich mit allem anderen um. Und es gibt 8 Archetypen. Es gibt natürlich viel mehr, aber in diesem Test benutzen wir 8 Archetypen. Und für mich war das so, dass ich. Und das ist auch nicht eindimensional. Wir nehmen nicht nur, das bin ich, ne, Archetyp, sondern es gibt die ersten 3 nehmen wir und die letzten. Und wir haben alle Archetypen. Es ist nicht so, dass dann manche haben wir ja dann gar nicht. Und als ich meine kennengelernt habe, meine erste Geldarchetyp ist Anleger. Ich bin von allen Wolken gefallen. Ich hätte das nie gedacht. Ja? Und dann habe ich rekapituliert, wie war ich denn als junge Erwachsene noch in Ungarn? Ich komme ja aus Ungarn, vielleicht hört man auch auf der Sprache, und wo wir noch Geld in der Tüte gekriegt haben, wenn wir gearbeitet haben. Nicht, da gab es kein Konto oder so, also wirklich so eine große Tüte Geld. Und wie bin ich denn damit umgegangen? Und dann habe ich mich erinnert, ich habe die in Kuverts, habe ich eine Schuhkiste gehabt und da habe ich Kuverts beschriftet und da habe ich da mein Geld einsortiert, typisch Anleger. Ja, und dann habe ich mit vermögenden Anleger Freunde gesprochen, als ich dann später so rausgefunden habe, haben alle gesagt, ja, ich habe in meinem Haus oder in meiner Wohnung an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Mengen an Bargeld versteckt. Wenn ich das nicht habe, fühle ich mich nicht sicher. Und also es sind einfach so typische Sachen, aber wo ich wirklich fast umgefallen bin, als ich das kennengelernt habe, ich dachte immer, Geld ist was Schlechtes. Geld, ich will nichts mit Geld zu tun haben. Ich bin so spirituell, es wäre besser, Geld gäbe es gar nicht. Das denken auch viele spirituelle Menschen. Und dann ich, ausgerechnet ich, der so denkt, bin ich eine Anlegerin, wo da steht, spirituell, also wirklich von der geistigen Idee her, ist dieses göttliche Konzept oder diese göttliche Idee von Geld ist mir in den Adern. Das fließt quasi mit dem Blut mit. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und dann bei der Rekapitulation dessen, wie das ist, habe ich dann gesehen, es stimmt. Und dann der zweite Archetyp ist Alchemist. Und der hat diesen tiefen inneren Konflikt eigentlich, Geld haben zu müssen und gleichzeitig abzulehnen. Also diese in der negativen Form eine totale Spaltung. Ich brauche Geld, aber ich lehne es ab. Ich hasse es. Ich will nichts damit zu tun haben. Und das war meine große Geldwunde. Und in dem Erkennen schon alleine, wo ich das gesehen habe, heilte es. Es
schloss sich diese Wunde und dann habe ich angefangen, mit Geld zu sprechen. Ja? Und wir haben heute eine wunderbare Beziehung, wie mit meinem besten Freund, weil so lange diese Welt noch so ist, wie sie ist, werden wir irgendeine Art von Tauschmittel haben wollen müssen, ja. Und wenn wir da diese Seele dahinter sehen, dann sehen wir, Geld ist für die Menschen da. Und das war auch so ein Erkenntnis aus den Tests und aus den weiterführenden Erforschung von, was bedeutet das dann eigentlich für mich? Genau. Ich würde das ganz gerne ergänzen wollen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer dann auch noch mal ein anderes Beispiel haben. Ich finde es total spannend, dass du den Archetyp des Anleger hast als Hauptarchetyp. Ich habe den als letzten, den Anleger. Tochter, die hat auch als letztes Ja, den und Anleger. mein erster Archetyp ist der Alchemist. Und dann habe ich den Förderer und den dritten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ja, aber das sind so die ersten auch. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass ich sehr erstaunt darüber war in erster Linie, dass ich den Alchemisten als ersten habe. Mich hat aber der Anleger als letztes überhaupt nicht überrascht, so aus meiner Vita heraus. Und das aber auch zu erkennen und nicht nur das Negative darin zu sehen, sondern auch das Potenzial dahinter zu sehen, was sich verändern kann, das hat auch sehr, sehr viel in mir ausgelöst, ist jetzt auch etliche Jahre her. Aber auch da hat sich meine Beziehung zum Geld um ein Vielfaches verändert. Ich rede heute auch mit meinem Geld. Ich mache immer alle Scheine ganz schön glatt und sortiere das auch immer ganz ordentlich. Das habe ich aber schon immer gemacht. Und ich habe als Kind zum Beispiel, glaube ich, viel, viel mehr den Anleger gelebt, den ich ja als letzten habe, weil da habe ich wirklich dann auch, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit gehabt, 5 Markstücke, damals hatten wir noch D-Mark, 5 Markstücke zu sammeln. Da hat sich meine Familie drüber lustig gemacht. Und wenn jemand gefragt hat, was ich mir denn wünsche, dann habe ich gesagt, ich wünsche mir ein 5-Markstück. Dann habe ich eine Spardose gehabt, in der alle 5 Markstücke reinkamen. Und wenn die dann voll war, dann wurde das auf mein Konto damals gebracht. Ja, und das war eigentlich eine schöne Erfahrung, weil ich hatte als Kind eine deutlich bessere Beziehung zum Geld als dann zum späteren Zeitpunkt in jungen Jahren und habe das dann durch den Archetypentest auch wieder geheilt oder in Gänze geheilt, um damit auch umgehen zu können. Und das mal so als kleine Anekdote auch von mir dazwischen, dass man mal ein anderes Gefühl, dass unsere Zuschauer und Zuhörer auch ein anderes Gefühl dafür kriegen. Was denkst du denn, wenn jemand zum Beispiel mal die beiden Extreme, es hat jemand gar kein Geld und hat eher so die spirituelle Sicht und sagt, Geld brauche ich nicht, es ist ja alles Gott gegeben. Ne? Was ist denn dessen größte Lernaufgabe? Und im zweiten Schritt, wenn jemand sehr, sehr viel Geld hat und trotzdem eine Geldwunde, was kann denn dessen größte Aufgabe, dessen größte Lernaufgabe sein? Ich glaube, in beiden Varianten ist die Beziehung zu Geld in göttlicher Ordnung, in Harmonie zu bringen. Und derjenige, der sich quasi ab von der spirituellen, also in diese spirituelle Richtung wendet, die Einseitigkeit darin zu erkennen, weil Geld hilft, immens viel das zu manifestieren. Stell dir mal wirklich vor, wir müssten tauschen. Ja? Du möchtest von mir gecoacht werden und dann müsstest du hättest Eier und du würdest mir Eier bringen, aber ich will keine Eier, ich brauche Äpfel. Und dann müsstest du losgehen, deine Eier irgendwo für Äpfel einzutauschen.
Die nächste Station, weil jemand hat aber nur Birnen, immer noch keine Äpfel, dann müsstest du die Eier für Birnen tauschen und dann jemanden suchen, der vielleicht diese Birnen auf Äpfel tauscht, damit du mir dann die Äpfel geben kannst. Und das würde aber meiner Seite auch so gehen. Ich müsste meine Miete bezahlen, aber der will vielleicht Kürbisse, ne? Und ich habe aber Äpfel. Also hätte ich ein Problem. Also wie, also diese der Wohlstand, den wir heute erleben, können wir wirklich Geld verdanken, dass diese Transaktion auf eine ganz andere Art passieren kann. Und ich würde sagen, die Dankbarkeit, das ist das, und das Erkennen von, das ist Gott gegeben. Wenn alles ist Gott gegeben, dann ist Geld auch Gott gegeben. Ja, das zu erkennen, wäre sehr wichtig. Und tatsächlich eine andere Sichtweise darüber zu finden und vor allem das Herz dafür zu öffnen, was das eigentlich wirklich ist. Das kann man am besten machen, wenn man sich selbst kennenlernt, zum Beispiel mit den Archetypen und dann anfängt, wirklich eine andere Beziehung mit Geld aufzubauen. Wie mit vielleicht den eigenen Kindern oder mit den Nachbarn oder ja. Wie gesagt, wie man mit Geld umgeht, so geht man mit allem um. Wunderbarer Spiegel dazu. Und diejenigen, die viel Geld haben und trotzdem eine Geldwunde haben, das ist oft ein sehr tiefer Schmerz auf eine andere Art von, ich habe alles und ich bin trotzdem unerfüllt. Das kann so ein, also ich kann mir alles leisten, aber Liebe kann man nicht kaufen. Ja? Liebesbewusstsein kann man nicht kaufen. Und es gibt einige Dinge, nicht viele, aber es gibt einige Dinge, die man nicht kaufen kann. Und da den Shift zu machen, die Öffnung zu machen, dass Geld nicht diesen Stellenwert hat als Ersatz für etwas, zum Beispiel. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die einfach geizig sind, sehr, sehr reich sind und sehr geizig sind. Ne? Gibt es auch, aber auch verschwenderische Menschen, die sehr reich sind und verschwenderisch sind. Und da wäre es wichtig, einfach spielen lernen, wieder spielen lernen, tanzen, wie du tanzt ja so toll in deiner Arbeit auch in diesem übertragenen Sinne, tanzen lernen mit dem Geld. Ich habe mal ein YouTube-Video-Ausschnitt gesehen, wo Michael Jackson einkaufen ging. Antiquitäten in einem Antiquitätenladen. Als erstmal wurde alles gesperrt. Und er ist mit seinem Manager und mit dem Antiquitäteninhaber da einfach durchgegangen durch diesen Laden als Milliardär, ne? Und sagte, das, das auch, und das auch, ah, das auch, ja? Wie ein Kind in der Freude an am Schönen, an Freude an dem Fluss der Dinge. Ne? Und man kann mit Geld so viel Gutes machen. Und ich glaube, im Moment passiert eine Umschichtung des Geldkraftes. Ne? Diese Geldkraft wird umgeschichtet. Stell dir vor, dass bewusste spirituelle Menschen die Hauptgeldmittel in der Hand hätten. Was würden wir dann alles daraus kreieren können? An Gutem, an Schönen, an Liebevollen, an Blühenden. Ja, was könnten wir alles machen, statt Kriege zu führen oder sonstige unsinnige Dinge? Ja, und das ist das, was gerade passiert. Und dazu brauchen wir, ob wir viel Geld haben oder wenig, viel mehr Bewusstsein. Demgegenüber, was ist eigentlich Geld wirklich? Ein beseeltes Wesen. Ein beseeltes Wesen. Das hast du sehr schön gesagt. Und wir sind jetzt ja auch schon einige Male auf den Archetypentest eingegangen. Und ich würde vorschlagen, wir stellen ihn auch unseren Gästen zur Verfügung und verlinken dann das Programm, was über die Archetypen geht. Also Heile deine Geldwunde heißt es, glaube ich, ne? Dieses, das kleine Programm, was du dann dort hast,
Das verlinken wir hier mit unten drunter, dass unsere Zuschauer und Zuhörer sich das nochmal genauer anschauen kann und vielleicht für sich auch diesen Test machen können. Bist du Also das, einverstanden? ja, sehr gerne. Das Programm heißt allerdings nicht Heile deine Geldwunde, sondern das ist das Magic Money Creation Programm. Und Okay. darunter steht Heil, also das ist quasi der Subtitle, also der Untertitel Okay. dazu. Und wir werden auch demnächst mal eine super schöne Challenge machen. Wir machen immer wieder eine Challenge. Das ist The Miracle of Money, also das Wunder des Geldes. Und in der letzten Challenge waren 1700 Leute dabei. Und wir freuen uns riesig, wenn mit dieser tiefgehenden, ich mag einfach tief gehen, und mit dieser tiefgehenden Challenge dann viel Bewusstsein geschaffen werden kann. Was ist Geld? Und das ist für Menschen, die viel Geld haben oder wenig Geld haben. Es ist für alle was dabei, an Erkenntnis, an Bewusstsein. Das nehme ich sehr gerne mit auf und das verlinken wir, wie gesagt, hier unten in den Show Notes, sowohl Dankeschön. unter dem Video als unter dem Podcast auch, sodass unsere Gäste dann auch in diesen Genuss kommen. Und liebe Mudita, du hast uns so schön mit auf die Reise genommen und du hast dann auch gerade so zum Abschluss eben so sinnlich über Geld gesprochen. Also man hat förmlich gemerkt, wie du dann so eingetaucht bist, auch in die Energie des Geldes. Und es ist, glaube ich, auch etwas, was unseren Zuschauern, wenn sie dich jetzt verfolgt haben, innerhalb der letzten guten halben Stunde, was sie für sich mitnehmen können, dass Geld auch etwas Sinnliches sein kann. Und bevor sie sich jetzt näher damit auch auseinandersetzen, unseren Gästen, hast du so einen kleinen ersten Tipp, Hinweis, was die Menschen tun können, um sich dieser Situation einmal für sich schon einmal anzunähern. Ich würde mich hinsetzen mit einem weißen Blatt Papier. Das ist die weiße Blattmethode. Und dann nimmst du ein weißes Blatt mit einem Stift und lädst du Geld ein und sagst du: Erzähl mir mal, wie geht's denn dir mit mir? Weil was wir oft machen, wir wollen manifestieren und wollen wir. Ja, Geld kommt zu mir und ich will das von Geld und so von Geld. Wie wäre es, wenn man das umdreht und einfach sagt, okay, wie geht es eigentlich Geld mit mir? Ja, einfach mal das fragen, wäre eine interessante Game Changer. Und das aufschreiben, was dann Und dann sozusagen schreiben, was kommt. kommt, genau. Das ist ein toller Tipp und ich glaube, dass es auch vielen jetzt schon hilft, sich ein Stück weit auf den Weg zu machen und vor allem ein Stück weit tiefer zu schauen. Ein Stück weit tiefer als der Mainstream der Spiritualität es heute noch lehrt und die Facetten, die sich so breit machen in der Außenwelt, die finden zusammen jetzt gerade in dem Shift der neuen Zeitqualität zu einer tieferen Sichtweise der wirklich, ich will es jetzt mal fast sagen, ganzheitlichen Spiritualität, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und ich danke dir vom ganzen Herzen, liebe Mudita, dass du uns ein Stück weit mit in deine Welt genommen hast, weil einmal wir sind spirituelle Wesen, wir dürfen das auch leben, natürlich jeder auf seine Weise, so wie du es selber auch gesagt hast, und wir dürfen uns auch der Seele des Geldes ein Stück weit annehmen. Und ich danke dir, dass du uns hier Einblicke gegeben hast und freue mich, wenn wir auch in Zukunft noch nächste Schritte gemeinsam zusammengehen können. Oh, das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Modita. Wir gehen jetzt gemeinsam unsere Geldwunde heilen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und freuen uns, wenn es euch gefallen hat und ihr uns einen Daumen hoch, ein Like hier lasst, auch gerne den Kanal abonniert, sodass ihr auch die nächsten Wochen und Monate mit dabei sein könnt, wenn es wieder hier bei mir heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Bis ganz bald euch zusammen und tschüss, liebe Modita und tschüss, liebe Gäste und Zuschauer.
Tschüss, liebe Melanie und Tschüss. liebe Zuschauer. Ciao.